Liebe Geschwister, alles so gebührt Allah, den Herrn der Welten und Allahs Segen und heilsamen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ein Freund namens Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, wie ihr alle kennt, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Der Islam ist auf Fünfen aufgebaut, dass man an einen Gott glaubt, an Allah glaubt, als den Einzigen. Dass man das Gebet verrichtet, die Zakat entrichtet, im Monat Ramadan fastet und dass man die Hajj vollzieht. Einer der Anwesenden, also Abdullah ibn Umar, erzählt diesen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie ich euch jetzt diesen Hadith berichte. Einer der Anwesenden hat dann versucht, diesen Hadith auswendig zu lernen. Und er sagte dann zu Abdullah ibn Umar, also ich möchte dir den Hadith vorlesen, damit du ihn mir korrigierst, falls ich ihn falsch gelernt habe. Er muss ihn auch nicht falsch weitergeben. Dann hat er gesagt, La ilaha illallah, als erster Pfeiler. Dann zweitens das Gebet. Drittens die Zakat. Und dann hat er die Geschwister verdreht. Dann hat er gesagt, und die Hajj und das Fasten im Monat Ramadan. Er hat erst die Hajj erwähnt und dann das Fasten im Monat Ramadan. Abdullah ibn Umar hat ihn dann unterbrochen, hat ihm gesagt, nein. Erst das Fasten und dann die Hajj. So habe ich es vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören. Das heißt, ihr seht, liebe Geschwister, wie genau die Überlieferer der Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen sind. Das ändert unsere Religion überhaupt nicht, wenn du das verdrehst. Aber die Realität ist, dass der Gesandte es so gesagt hat, und genau so haben wir es weiterzugeben. Und wir dürfen kein Wort daran verändern. Und wir dürfen auch nicht die Reihenfolge der Worte verdrehen. Es gibt viele Beispiele dafür. Und ich möchte euch als zweites Beispiel erwähnen, wie wichtig es ist, dass man sich an den genauen Wortlaut des Gesandten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Es gibt einen Dua, den wir alle sprechen oder viele von uns sprechen, bevor wir schlafen gehen. Ich fasse ihn zusammen. Das ist der Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Sahasan ihm folgenden Hadith, folgenden Dua beigebracht hat. Am Ende des Duas, liebe Geschwister, heißt es, Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Das heißt, ich glaube an das Buch, das du herabgesandt hast. Wa nabiyika alladhi arsalt. Und an den Propheten, den du entsandt hast. Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, auch er wollte den Hadith auswendig lernen. Und deswegen hat er ihm den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, noch einmal vorgetragen, um sicher zu gehen, dass er ihn richtig gelernt hat. Er sagte, als ich zu dieser Stelle angekommen bin, im Hadith, wo es heißt, ich glaube an das Buch, das du herabgesandt hast, und an den Propheten, den du entsandt hast, habe ich gesagt, er sagt, an den Gesandten, statt den Propheten, hat das Wort ausgetauscht. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn sofort unterbrochen und hat ihn nicht einmal das nächste Wort weitersprechen lassen. Und er sagte, nein, sag, und an den Propheten, den du entsandt hast. Liebe Geschwister, in der Realität, wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist der Prophet Allahs und er ist der Gesandte Allahs, er ist der Nabi und er ist der Rasul. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul, wie die meisten Gelehrten sagen. Aber es spielt keine große Rolle in diesem Fall. Normalerweise würden wir denken, wenn wir unseren Verstand benutzen würden, ohne uns zu verlassen auf das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Denn wenn du bezeugst, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dann bezeugst du automatisch, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist. Und wenn du bezeugst, dass er der Prophet Allahs ist, dann bezeugst du, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist. Also wo ist der Unterschied? Kommt im Endeffekt auch selber hinaus. Aber trotzdem geht das nicht. Du darfst nicht einfach ein Wort austauschen und das übersehen und weglassen und auslassen. Das geht nicht. Warum? Weil wir, liebe Geschwister, davon überzeugt sind, dass das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam den Menschen gelehrt hat, ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Allah sagt im Koran, er spricht nicht aus eigener Neigung, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Es ist nur eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Und deswegen ist das, liebe Geschwister, unsere sekundäre Quelle nach dem Koran erkennen. Warum? Weil das eine ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala im Endeffekt ist. Wenn es um so Kleinigkeiten geht, liebe Geschwister, bei den Hadithen, dann erst recht, wenn es um Dinge geht,
von denen vielleicht sogar die Gültigkeit einer ganzen Ibadah abhängt. Stellt euch mal vor, und das, ich möchte an dieser Stelle anknüpfen an dem Hadith, den wir letzte Woche angefangen zu sprechen, und den noch ein bisschen mehr verdeutlichen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith bei Bukhari, bei Muslim und anderen: Fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht euer Fasten wieder, wenn ihr ihn seht. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr den Neumond seht von Ramadan, dann fastet. Wenn ihr den Neumond seht von Shawwal, dann hört auf zu fasten. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat also den Beginn des Monats von der Sichtung abhängig gemacht. Genauso, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du dein Maghrib-Gebet verrichtest, ist dein Maghrib-Gebet abhängig davon, dass die Sonne untergegangen ist oder nicht. Du kannst nicht sagen, ich halte mich an den Kalender, auch wenn du siehst, dass die Sonne immer noch nicht untergegangen ist. Das geht nicht. Diese Kalender wurden errichtet, damit sie möglichst genau die Realität widerspiegeln. Aber leider, in vielen Gebeten klappt es, in vielen Gebeten klappt es nicht. Wie ihr wisst, es gibt verschiedene Kalender. Das können wir nicht ändern. Deswegen kann niemand sagen, ich halte mich aber trotzdem daran. Nein, du musst dich an das halten, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und auch die Leute, die die Kalender errichten, sie versuchen das zu brechen, gemäß dem, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wenn das eine aber dem anderen widerspricht, kehrst du zurück zu dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Schon früher, liebe Geschwister, gab es große, anerkannte Imame von Ahl Sunnah, die diesen Hadith auf andere Weise verstanden haben als andere Gelehrten. Manche haben gesagt, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, fastet, wenn ihr ihn seht, dann meinte er alle Muslime auf der Erdkugel. Das bedeutet, sobald irgendjemand den Mond sieht, egal wo auf der Welt, müssen alle anderen Muslime ebenfalls fasten, sofern sie davon natürlich Wind bekommen. Andere Gelehrte, ebenfalls große, anerkannte Gelehrte, auch zahlreich wie die erste Gruppe, haben gesagt, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diesen Hadith gesprochen hat, hat er nicht alle Muslime auf der Welt gemeint, sondern hat nur diejenigen angesprochen, die vor ihm sind. Und er hat von ihnen doch nicht verlangt, dass sie gehen sollen woanders hin und fragen sollen, habt ihr den Mond schon gesehen, damit sie auch fasten. Sondern, wer ihn sieht, der fastet, und wer ihn sieht, der fastet. Deswegen, liebe Geschwister, ist es kein Problem, dass wir jedes Jahr erleben, dass manche Länder fasten an einem Tag und andere fasten. Das ist kein Problem. Weil manche Leute, ich sage das extra, weil manche Leute denken, dass die Einheit der muslimischen Umma abhängt davon, wann wir anfangen zu fasten und wann wir anfangen, unser Fasten zu brechen. Nein! Die Einheit der Muslime hängt nicht davon ab. Alhamdulillah, die Gelehrten haben immer diese beiden Ansichten vertreten, schon zur Zeit des Propheten, Entschuldigung, zur Zeit der Sahaba. Und trotzdem waren sie eine Gemeinschaft. Das ist also nicht das Problem. Man kann anderer Meinung sein, solange man die Grenzen einhält, solange man sich auf etwas stützt, was eine Basis hat. Beide stützen sich auf diesen Hadith und beide verstehen den Hadith anders als der andere. Das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass in heutiger Zeit eine dritte Ansicht aufgetreten ist, die es früher niemals gegeben hat. Eine Ansicht, die sozusagen gegen die Übereinkunft der Muslime vorher strömt und die Leute versucht davon zu überzeugen, dass sie fasten sollen, sobald der Kalender sagt, dass jetzt Fastenzeit ist. Das heißt, manche Leute stützen sich beim Beginn des Monats Ramadan und beim Ende des Monats Ramadan auf astronomische Berechnungen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr sollt fasten, wenn ihr den Mond seht und nicht fasten, wenn er geboren ist. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem einen Satz und dem anderen. Und damit nicht jemand sagt, das galt früher und das gilt heute nicht mehr, habe ich extra erklärt, dass die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung sind vom Herrn der Welt. Und der Herr der Welten, subhanahu wa ta'ala, er weiß sehr wohl Bescheid, dass 1431 Jahre später Menschen auftreten werden, die das berechnen werden. Das weiß er. Und trotzdem hat er seinem Gesandten nicht gesagt, sag es anders. Und das ist der entscheidende Punkt, liebe Geschwister. Und deswegen gibt es auch niemanden unter den vorausgegangenen, rechtschaffenden Menschen, der etwas anderes gesagt hat. Weil es kann nicht sein, dass ein muslimischer Gelehrter so einen Hadith liest und sagt, nein, ich halte mich nicht an die Sichtung, sondern ich halte mich an die Berechnung. Das kann nicht sein, weil das widerspricht seinem Iman und das widerspricht seiner Überzeugung, dass diese Aussage ursprünglich vom Herrn der Welten ist, subhanahu wa ta'ala.
nicht nur das, manche Leute denken, dass die Sache zu berechnen, dass die Art, die Dinge zu berechnen, eine neue Erfindung ist. Das ist keine neue Erfindung, liebe Geschwister. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde auch bereits berechnet. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich in einem Hadith, der ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist. Das heißt, gehört zu den authentischsten Hadithen, die wir haben. Er sagte, wir sind eine Gemeinschaft, eine Umma, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Das ist eine Tatsache. Die meisten Muslime damals waren des Lesens und Schreibens unkundig. Und dann sagte er, liebe Geschwister, und das ist übrigens ein Lob und keine Kritik, wie wir vielleicht mal anders mal erläutern werden. Er sagte, wir schreiben nicht auf und wir berechnen auch nicht. Er meint in Bezug auf den Monat. Wir schreiben nicht und berechnen nicht. Damals wurde geschrieben, liebe Geschwister, aber gemeint ist, um den Monat Ramadan zu berechnen. Er sagte, wir schreiben nicht und wir berechnen nicht. Der Monat hat bei uns entweder so und so viele Tage oder so und so viele Tage. Und dann hat er sallallahu alaihi wasallam mit seinen beiden edlen Händen, hat er die Zahl 29 einmal gezeigt und einmal die Zahl 30 gezeigt. Er will sagen, manchmal hat der Monat 29 Tage und manchmal 30 Tage. Es geht um den Mondmonat, natürlich nicht den Sonnenmonat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das ein klarer Beweis dafür, dass der Mond eintritt, wenn er gesehen wird und nicht, wenn er berechnet wird. Natürlich ist es seltsam, dass heutzutage, liebe Geschwister, in verschiedenen Ländern, dass manche Menschen innerhalb einer Stadt, nein sogar innerhalb eines Stadtviertels, nein sogar innerhalb einer Moschee fasten und andere fasten nicht. Der Grund dafür, den werde ich euch gleich erläutern und auch, wie man das inshallah lösen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch gesund verhaften. Liebe Geschwister, wir haben gesagt, dass es seltsam ist, zugegebenerweise, dass manche Menschen innerhalb einer Moschee fasten und andere fasten nicht. Diese Meinungsverschiedenheit, die werden wir wohl schlecht beiseite räumen können. Da es diese Meinungsverschiedenheit gibt von damaliger Zeit schon. Und deswegen können wir nicht, liebe Geschwister, jemandem etwas aufzwingen. Sondern, was wir versuchen ist, diese Meinungsverschiedenheit einzudämmen. Das heißt, möglichst klein zu halten, dass es möglichst wenig Meinungsverschiedenheiten gibt. Und deswegen, und der Grund, liebe Geschwister, warum es Spaltungen teilweise gibt, ist, weil es keine religiöse Instanz gibt, besonders in diesem Land, an die man sich wendet und die einem dann eine klare Antwort geben kann. Oder befähigt ist, wissenschaftlich, religiös, eine Antwort zu geben. Und deswegen, Alhamdulillah, um wenigstens diese Problematik einzudämmen und klein zu halten, wurde ein Verein gegründet, liebe Geschwister. Und das ist der Verein, der heißt der Hohe Rat der Gelehrten und Muslime in Deutschland. Entschuldigung, der Hohe Rat der Gelehrten und Imame in Deutschland. Dieser eingetragene Verein, liebe Geschwister, hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Dinge, die besonders hier in Deutschland manchen Muslimen vielleicht nicht klar sind, obwohl sie im Islam eindeutig sind, klarzustellen. Und eine von diesen vielen Aufgaben, die dieser Verein vorhat zu lösen, in Kooperation mit anerkannten muslimischen Gelehrten der Ahl Sunnah, ist es eben für die Muslime eine Referenz zu sein, gerade hier in Deutschland, um zu sagen, wann der Monat Ramadan anfängt und wann er aufhört. Und damit dieses Problem eben ganz einfach gelöst wird, haben wir euch, Alhamdulillah, hier draußen das aufgehängt, diese Bekanntgabe. Und dort könnt ihr lesen, und viele haben das vielleicht auch schon über die E-Mail bekommen. Und zwar könnt ihr da lesen, dass am kommenden Dienstagabend ist die Nacht, wo sich entscheiden muss, ab Mittwoch Fasten ist oder kein Fasten ist. Am kommenden Dienstagabend habt ihr die Möglichkeit, die Telefonnummern sind dort ausgeschrieben, dass ihr dort anruft zwischen Maghrib und Isha und dann werdet ihr inshallah Auskunft bekommen, ob am Mittwoch gefastet wird oder nicht gefastet wird. Man kann auch das verfolgen auf einer Internetseite inshallah, die auch alles dort deutlich geschrieben ist auf Arabisch und auch in deutscher Sprache. Und damit ich nicht zu lange spreche, liebe Geschwister, möchte ich mich und euch noch einmal daran erinnern, dass der Monat Ramadan ein Monat ist, bei dem man oder durch den man eine neue Tijara
einen neuen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala eröffnen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, liebe Geschwister, viele Hasanat zu ergattern. Man hat die Möglichkeit, sein Konto der Hasanat zu erschweren. Man hat die Möglichkeit, seine rechte Waagschale, liebe Geschwister, schwer werden zu lassen. Und deswegen, die gläubigen Menschen, sie freuen sich auf diesen Monat. Die gläubigen Menschen freuen sich auf den Monat, weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Monat dir Möglichkeiten gibt, die er zu anderen Zeiten nicht gibt. Nimm zum Beispiel als Beispiel das gemeinschaftliche Gebet nach dem Isha, das Tarawih-Gebet. Dieses Tarawih-Gebet ist nicht gesetzlich in der Gemeinschaft, in der Moschee geordnet zu verrichten, außer im Monat Ramadan. An anderen Monaten, ich gehe davon aus, dass es den meisten so geht, dass sie wenig nachts beten. Aber im Monat Ramadan bekommen sie die Möglichkeit, einen neuen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala einzugehen. Sie bekommen die Möglichkeit, Hasanat zu bekommen, gute Taten zu bekommen, die sie an anderen Tagen nicht so einfach bekommen können. Zweitens, das Fasten an sich. Es mag einer zwar sagen, Fasten kann ich auch an anderen Tagen. Aber liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, im Hadith Qudsi, dass es keine Tat gibt, die ihm lieber ist, als diejenigen Taten, die er auferlegt hat, subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, ob du willst oder nicht, das Fasten im Monat Ramadan ist wertvoller als jedes andere Fasten. Und diese Möglichkeit, die ergibt sich dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dein Leben so lange geschenkt hat, dir dein Leben so lange gemacht hat, dass du bi'idhnillah und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns diesen Monat wirklich erleben lässt und dass er uns diesen Monat durchstehen lässt und dass er diesen Monat auch von uns akzeptiert.